So, wir sind zurück, immer noch auf der Suche nach Rindern. Eine Rinder statt Kinder, aber okay. Ich finde hier anscheinend keine. Und so langsam muss ich wahrscheinlich auf dem Heimweg mich begeben. Minus 200, 250 auf jeden Fall geht es da lang. Da sind Kühe! Hallo? Warum? Was passiert mit meinem Rechner? Warum bist du schon wieder so langsam? Bist du überfordert, weil du ein Video hochladen sollst und ich nebenbei noch spielen möchte? Mein Gott. Ich glaube, ich brauche einen neuen Rechner. Und ich weiß auch schon, was es wird. Bestimmt kein Mac wieder, weil dann kann ich wieder mit ein paar anderen Wesen andere Spiele noch spielen, als das, was ich bisher nur spiele. So, erstmal geht's in diese Richtung. Ein bisschen weit. 250 Blöcke, nämlich ungefähr. Machen wir das aber mal weg. Vielleicht finden wir ja noch andere Sachen. Und wenn wir dann. Da sind noch mehr Kühe. Ups. Hallo Christian, mein Gott, was machst du denn hier? Nicht so weit wegfliegen. Wie viel Leder habe ich? 24, das reicht immer noch nicht. Bisschen habe ich aber zu Hause, das weiß ich. Weiß nur nicht, wie viel. Aber es sind bestimmt keine 6 Eisen. Warum liegt der Eisen so offen rum? Eisen habe ich ja definitiv noch nicht genug. Aber ich schon mal einen Wassereimer habe, also eigentlich soll es ein Wassereimer sein, kann ich den auch gleich auffüllen. Ich glaube, da sind wieder Pferde. Dann kann ich die Pferdewesen töten. Natürlich nur. Ist denn hier los? Ach, so viel offenes Eisen habe ich ja noch nie gesehen. Ich will eigentlich Leder suchen und finde Eisen. Komische Kombi. Oh, es wird dunkel. Oh oh. Und wo waren die Pferde? Waren das Schafe, die ich gesehen habe? Nein. Da sind die Pferde. Danke für dein Leder. Und ihr habt wieder ein Kind. Oh, wie süß. Du auch noch. Okay. So. Im Dunkeln habe ich noch ein bisschen Angst. Wir nehmen mal das Fleisch mit. Oh nein, nein, nein. Weiter essen. Nicht, dass ich hier doch noch sterbe. Einfach auf der Suche nach Leder sterben wäre echt lustig. So, so, so. Hier ist ein Sumpf also. Und da ist noch ein bisschen Zuckerrohr. Oh, hier ist ganz viel Zuckerrohr. Mir ist schon total oft passiert, dass ich Leder gesucht habe und dann hat einfach der Zuckerrohr gefehlt. Aber da sind so viele böse Monster. Die schießen auf mich. Was soll das? Oh, da ist ein Hexenhaus. Da gibt es immer eine Kiste. Knusper, knusper, Hexenhäuschen.
Oh, da ist auch ein großer Slime. Brauche ich Slime? Aha, hier ist gar keine Kiste. Idiot. Slime brauche ich eigentlich nicht. Ich könnte mir Leine machen, damit ich mir Kühe mitnehmen könnte und die vermehren. Oh, hallo. Genau, renn durch den dunklen Wald, Christian. Das machst du genau richtig. Hallo. So. Wie sieht es mit den Koordinaten aus? Okay. Sind auf den richtigen Weg auf jeden Fall. Minus 200, 250. Also eher in die Richtung. Gut. Jetzt sind wir doch nochmal im Kreis gelaufen. Ah, Schafe. Ich und mein Orientierungssinn. Schlimmer als Frauen. Totenspinne. Noch eine Spinne. Hilfe! Die Spinnenjagd. So, Schafe. Mäh, ihr Schafe. Mäh. So, Skeletti. Schafe. Schweine. Aber keine Kühe. So, minus 200, 250. Sind wir ja fast da. Denke ich. Nicht, dass ich wieder mich vertan habe und wir bei 250 minus 200 sind, aber ich bin mir eigentlich fast sicher, dass wir bei minus 200 angefangen sind zu laufen. Da ist auch unser Turm. Da ist unser Zuhause. Perfekt. Müssen wir ein bisschen Zuckerrohr anpflanzen. Aber dann ist es auch genug, glaube ich. Also es soll jetzt nicht hier ausufern. So, wir sind zu Hause. Herzlich willkommen. Wir haben es überlebt. Wir packen noch ein bisschen Eisen rein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Und bis bald. Ciao, ciao.